Billy Six. Hallo. Du hast vorhin mit Polizisten gesprochen. Ja, ich habe sie direkt angesprochen, weil sie an uns vorbeigegangen sind. Und habe einfach gesagt, wir sind auch für euch da. Ne? Wenn ihr uns niederknüppelt, dann seid ihr danach alleine da und dann kann euch keiner mehr helfen. Ja. Und ich habe so in den Augen gesehen, dass ihnen das auf jeden Fall nahegegangen ist. Ja. Ich glaube auch, das ist eine Situation, deswegen sind die auch noch nicht eingeschritten. Ich meine, klar, wenn der Befehl von oben wieder kommt, weiß man nicht, aber ich denke, es wird zumindest so wie in Leipzig, wo man ja, sag mal, zumindest mit Augenmaß rangegangen ist. Ne? Ja. Also, ich finde viel mehr noch als in Leipzig. Ja. Es geht nicht um die Menge an sich, aber es geht darum, dass immer mehr Leute aufwachen. Ja, dass man irgendwie heute wieder so ein Zeichen setzen, so, dass sie alle aus ihrer Winterstarre, also irgendwie waren wir ja doch ein bisschen wie gelähmt, obwohl wir auch auf der Straße waren, aber durch das schöne Wetter und allem war das irgendwie, war man irgendwie noch so, ja, noch nicht wieder so voller Zuversicht. Und die habe ich heute auf jeden Fall bekommen wieder. Also, dass wir das schaffen, also das ganze Leben wieder lebenswert machen. Also, das sind wir unseren Kindern und unseren anderen Familienangehörigen und Freunden einfach schuldig. Unseren Eltern, ja. Eltern sollen auch noch schön leben und nicht irgendwo eingefärscht und vereinsamt. Ja, sehr gut. Da arbeiten wir dran, auf jeden Fall. Wunderbar, vielen Dank. Ja. Das waren die Eltern von Billy Six. Wir rufen alle auf, sich anzuschließen. Ja. Wenn alle auf die Straße gehen oder wenigstens ein Drittel reicht schon, dann ist die Regierung weg hier. Ja. Dann können wir neu aufbauen. Wunderbar, klasse, danke. Dann alles Gute noch und weiter so. Ja, Matthias, guten Tag. Danke, dass du hier bist. Danke, sehr gerne. Ja? Ciao, ciao. Jo, ja auch. Hi.